Wenn die Farm nun schon an der Wand hängt, könnt ihr mit dem Bepflanzen weitermachen. Dazu nehmt ihr einfach die Pflanzenbox aus der Versandverpackung. Dann haben wir hier unsere drei Pflanzenkörbe. Einmal die Microgreen Trays. Da könnt ihr einfach in der Mitte so rausnehmen, aufklappen. Und da haben wir auch schon alles vorbereitet. Das heißt, ihr braucht nur noch die Pflanzeneinsätze nehmen. Dann könnt ihr euch die Einsätze aufklappen. Auch schon vorbereitet. Und dann die Keimhilfen abmachen, die Pflanzenkapseln einsetzen, die ihr dazu bekommen habt. Die Microgreens müssen natürlich nochmal auch bewässert werden. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr es wieder aufsetzen. Natürlich die Korken auch entfernen, ganz wichtig. Die Pflanzenbox schon mal einhängen. Nun kommen wir zu unseren Switch to Pro LEDs, die wir lange auch entwickelt haben und dran gefeilt haben, damit wir sie wirklich so perfekt hinbekommen haben. Das heißt, wir haben drei LEDs entwickelt für drei verschiedene Pflanzengattungen. Wir haben die Standard-LEDs für Kräuter, Gemüse, Microgreens und Pilze. Dann die fortgeschritteneren LEDs, womit man Tomaten und Chilis anbauen kann. Und nochmal unsere Advanced Plus LEDs. Diese sind alle gleich aufgebaut, aber die LEDs hier drin sind wirklich komplett unterschiedlich. Man sieht es hier vielleicht auch. Hier haben wir nochmal hochprofessionelle Dioden, die nochmal viel mehr im Power haben. Und was wichtig ist, ist, wir haben an der einen Seite einen Stecker. Der muss natürlich dann auch bei der Farm quasi passend aufgesteckt werden, sonst leuchtet es nämlich nicht. In dem Fall nehmen wir uns jetzt unsere normalen 5 Watt LEDs und können über die Seite das ganz einfach aufstecken. Im besten Fall nimmt man zwei Hände am Anfang dazu, aber dann ist es aufgesteckt und ist auch da höhenverstellbar. Nun brauche ich nur noch den Stecker einstecken und schon kann es losgehen.